Hallihallo, liebe Freunde, da sind wir wieder in der neuen Stadt, wo ich aufgehört hatte, weil wir ja, weil ich da in dem Moment keine Zeit mehr hatte. So, achso, wir waren natürlich hier Minimap, genau. Oh, sieht ja alles hier so tot aus. Der hat keine Funktion. Ah, hier treffe ich auf Leute. Tja, durch die Belagerung herrscht Mangel an allem, nur nicht an Narren. Warum sucht ihr diesen Ort, Fremdling? Seid ihr ein Leichenfledderer, der unsere gefallenen Krieger plündern will? Unter anderem? Wie auch immer. Dies ist nicht der Ort, euch einen Namen zu machen. Es ist unsere Aufgabe, den Berg zu beschützen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Legionen der Hölle besiegt sind. Naja, das glaube ich eher weniger. Ah, das ist der Kerl, wo ich Glücksspiel betreiben kann. Allerdings auch nur Glücksspiel. Ja. Sekunde mal. Ja, die Sense wäre natürlich eigentlich cool, aber das sind ja. Ich glaube, die gehört zu Stabwaffen. Und damit kann ich nicht anfangen. Naja, gut. Wir brauchen ja jetzt kein Glücksspiel. Ich bin überrascht, dass dieser Ort so unberührt ist. Alles andere auf dem Weg von Baal, dem Herrn der Zerstörung, liegt in Trümmern. Diese Barbaren müssen wahrhaftig die legendären Wächter des Berges Ariad sein. Es ist ein stolzes, zähes Volk. Rechnet nicht mit einer herzlichen Begrüßung. Die wird Fremden hier selten zuteil. Vielleicht kann ich ihr Vertrauen erringen. Ich werde etwas Zeit mit den Bewohnern des Dorfes verbringen und versuchen, sie besser zu verstehen. Ich lasse euch wissen, was ich herausfinde. Das ist doch schön, nur dass ich eigentlich auch wohl ein Barbar bin. Ich bin Quakeek, der oberste Waffenträger von Harrogath. Ihr habt das Äußere eines Kriegers. Ein weiterer Soldat kann uns nützlich sein, aber erwartet nicht, dass jemand um euch trauert, solltet ihr fallen. Baal bleibt seinem Namen treu. Er hat unser Land verheert wie eine unbarmherzige Pest. Der Schutzwall unserer toten Ältesten hält das Böse noch ab. Doch Baals Belagerung hat dennoch ihren Preis gefordert. Die meisten meiner Männer sind gefallen, andere sind in den Gebirgspässen gefangen. Aber ich schwöre, wir sind noch nicht geschlagen. Wir werden bis zum bitteren Ende kämpfen, um diesen Berg zu beschützen. Ja, gib mir doch die Aufgabe, die Leute zu befreien, die noch nicht tot sind. Dann kann ich euch da vielleicht, ja, helfen. Guten Tag. Oh, okay. Ja, das ist dann hier unser Magievertreter. Nehme ich doch mal an. Aha. Ja, die Verletzten sind auch dabei. Okay. Tag. Der Qualität, aha. Kurz und noch einmal kurz. Ich bräuchte einen langen. Was hatte ich eigentlich hier? Ach so, ja, das war ja das Bessere. Ja, ansonsten. Ja gut, jetzt habe ich das Dorf mal so weit durchgesehen. Nichts weiter Spannendes, deswegen. Oh, das muss man öffnen. Uiuiui. Die Zeit ist gekommen, meine Heimat zu befreien. Ja, ich wollte schon sagen, eigentlich bist du doch auch ein Barbar. Das sind Fässer? Okay. Ach so, das ist. Aha. Was kommt denn da jetzt? Wo kommt das denn her?
Kadaver, ein Fass und noch ein Fass. Okay, helfen wir uns mal schnell. Ich denke mal, das können wir noch öfter tun, bei den ganzen Kreaturen, die da rumrennen. Okay. Ich denke mal, da werden wir eine Weile zu tun haben, wenn das hier die ganze Zeit so weitergeht. So. Wir hatten das Feuer geworfen. Aha. Eine gelbe Faustklinge. Die ich natürlich jetzt nicht verwenden kann, weil ich kein Assassine bin. Immer noch nicht. Gibt ja Sinn. Was ist das denn? Okay. Irgendetwas, was immun gegen Gift war, sich aber nicht gewehrt hat. Meine Begleiterin hat auch endlich ihr Gift. Ist sie losgeworden? Da kann man die Kerle doch umdrehen. Zum Teil wahrscheinlich nur. Oh, schade, da war nichts drin. Oh, das ist ja auch nicht so dramatisch für mich. Schon eine ganze Menge Zeug wieder zusammen und ich müsste zum Schmied. Mein Schwert reparieren lassen. Und da gehe ich auch gerade hin. Dann rede ich mit Kane. Guten Tag. Und marschiere gerade weiter zum Schmied. Stets zu Diensten. So, erstmal alles reparieren, dann können wir ja verkaufen, was wir haben. 12 Schlüssel, 4 Schlüssel, das passt schon mal. Mhm. Sehr langsame Angriffsgeschwindigkeit. Aha, erhöht. Sehr langsam? Aha. Naja. Also plus 10% Geschwindigkeit sieht für mich nicht langsam aus, vor allem weil das Faustwaffen sind, die generell schnell sind, weil man die eben an den Fäusten hat und die Fäuste kann man schnell bewegen. Naja. Wird schon in irgendeiner Form stimmen. Also. Nicht dran zweifeln, einfach weitermachen. Woher diese ganzen Zauber kommen, die da uns immer um die Ohren fliegen. Irgendwie kann das ja nicht sein, dass hier... Aha. Da schleudert etwas Gegenstände. Feuerbälle wohl eher. Rennt man ja auch gerade von einem Kampf zum anderen. Ja. Okay, den kann ich nicht umdrehen. Was ist das? Kann ich das angreifen? Nein. Okay, wir waren ja jetzt hier mit der Zwischenebene noch nicht fertig. Da wollte ich nochmal drüber latschen. Das war genau wegen so einem Kram. Oh, da ist ein Riesenskorpion. Wie komme ich denn da hoch?
ist auch... Oh, der hat Schlüssel fallen gelassen. Ich muss nicht verstehen, warum die Dinger so einfach zu besiegen sind, oder? Ja, guck mal einer an, einen Ring. So, der ist auch tot. Tja. Hier können wir noch... Was ist denn los? Im Moment. Ja. Stadtportale, okay. Da ist irgendwo entweder vergiftet oder hat Angst. Ah, jetzt weiß ich, wer die Zauber schleudert. Das sind praktisch deren ihre Katapulte. Also das sind... Wer kommt denn auf so eine Idee, Skorpione als Katapult zu benutzen? Das ist echt... Interessant. Ja, wirklich eine coole Idee eigentlich. Ich meine, als Katapult. Ah, ja, das ist. Ja gut, es sieht nur so aus wie ein Katapult. Es ist, also wie ein Skorpion, ist tatsächlich doch dann ein Katapult von der Konstruktion her. Ich bin überladen. Ein Prunkharnisch. Mhm. Aber tatsächlich sind wir überladen, wenn wir denn hier keine Heiltränke reintun. Ja, dann geht's mal zurück. Wer heilt uns eigentlich? Eigentlich die nette Dame da oben, oder? So, jetzt müsste ich aber erst nochmal identifizieren gehen. Das ist dieses Mal ein weiterer Weg. Ja. Wie kann ich euch behilflich sein? Ja, da die heilt mich. So, okay. 1 zur Stärke brauchen wir nicht. 4 zur Stärke brauchen wir auch nicht. Oh, den tun wir in die Truhe. Upsala. Und das wird eingezahlt, genau. Ja. Geheilt bin ich. Ich habe mein Inventar leer. Und ja, das Geld habe ich abgegeben. War es ja. Mehr mache ich ja nie. Oh, da habe ich noch eine Stimme gehört. Oder ein Geräusch. Was? Oh, Waffen gewechselt. Ich sollte die Finger von den Tasten lassen. Au, au, au. Ach ja, Portal. Stimmt, ich bin mit dem Portal dahin. Ich kann es halt nochmal benutzen, ist auch okay. Das sieht nach einer großen Kriegsmaschine aus, aber da ist wohl nichts mehr mit verwenden bei der. Ach, hier war ja noch... so rum kommen wir rum. Ein Prunkharnisch. Okay. Ach, das waren 2. Ich dachte schon. Was ist das denn? Ein Schlachtenstab.
Merkwürdige Sache. Ah ja. Das sind nicht viele merkwürdige Dinge. Ach Gott, das ist wieder alles so groß, was hier rumliegt. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ja, wie gesagt, es ist alles recht groß, was hier rumliegt. Gut, dass da drüben noch das Portal ist. Ja, gehen wir erstmal zu Kane. Ich hatte jetzt nicht mehr... Bleibt ein Weilchen und hör zu. Ja, da waren Gegenstände dabei zum Identifizieren. Seid gegrüßt. Ja, genau. Es mag nur ein schwacher Trost sein, doch ihr habt euch wackerer geschlagen. Wie auch immer. Okay. Was zum... So wertvoll sind die Dinge. 21.000 Gold. Nur für so ein bisschen, was ich verkauft habe. Das war jetzt genauso viel, wie ich in meiner Truhe hatte. Verrücktes Ding. Komisch. So viel Geld habe ich lange nicht mehr irgendwie bekommen. Oder gefunden, wie auch immer. Sehr, sehr merkwürdig. Achso, den kann ich ja noch umdrehen. Fast übersehen den Fall. Na, komm her. Das hat sich gerade teleportiert. Scheint fast so, als wäre das ein Teleport gewesen. Stimmt ja. Woanders? Okay. Ein gelber Helm. Junge, schon wieder sind meine Taschen voll. Das war meine Frostmutter. Sehr schön. Was? Ah, okay. Level aufgestiegen. Ah, komm her. Tatsache, es steht Katapult dran. Nicht schlecht. So. Ah, ein Barbar, den wir helfen. Und jetzt... Habe ich ein kleines Problem, mein Bildschirm ist aus. Eine Sekunde. Oh ne, ich dachte, ich hätte das Treiberproblem gelöst. Das ist einfach... Okay. Er ist wieder da. Ich habe einfach... Es ist... dahin gekommen. Ärgerlich, wenn der Computer-Bildschirm auf einmal spielt. Guck mal, die stellen mich sogar an, um zu sterben. Das ist ja klasse. Ich kann nicht. Ja, ich hab's mir schon gedacht. Da ist nicht so viel, was irgendwie... Oh, das Gold kann ich aber noch mitnehmen. Da ist auch noch ein Fass, das kann ich. Ich bin überladen. Tränke und Gold gehen immer. Alles klar. Uiuiui, da haben wir was zum Identifizieren. Mal
Mal sehen, was der Helm so abwirft. Guten Abend. Ich bin echt mal gespannt, was da beim Helm rauskommt. Feuerblitz, erhöhter Schaden, abgesaugtes Mana, abgesaugtes Leben. Wow. Richtig cool. 28. Oh. Aber verbesserte Verteidigung, 3 Energie, 21 Mana. Kältewiderstand, Giftstärke reduziert. Repariert Haltbarkeit. Nee, es ist eigentlich auch nichts unbedingt für mich. Ja. So, jetzt könnte ich noch hier mal auffüllen und verkaufen. So, kommen die Mana-Tränke noch weg. Und der Lebenstrank, dann die Identifikation kommt auch weg. So, aufgeräumt. Jetzt können wir noch die 16.000 ablegen. Wie viel? Komisch, immer noch 150.000. Ich dachte, das wäre mittlerweile mehr geworden, aber anscheinend nicht. Warte, ich habe doch schon wieder ein Portal hier oben stehen und ich vergesse es wieder. Weil jetzt wäre der Weg dann doch tatsächlich etwas weit geworden, so insgesamt. So, wenn ich das jetzt alles aufgesammelt habe, dann sollte mein Inventar eigentlich recht gefüllt sein. Nicht alles, dass ich dann beim nächsten Gegner, der Sachen verliert, wieder zurück kann. Ich meine, schlimm wäre es jetzt nicht, aber sag mal, was ist denn hier los? Mein Bildschirm spinnt schon wieder, der ist schon wieder ausgegangen. Mann, so ein Käse. So, da ist er wieder. Ich glaube, ich muss da mal nachgucken. Das geht so ja nicht. Dass der Bildschirm die ganze Zeit ausgeht. Ich kann nicht noch mehr tragen. Pfeile kann ich nicht mehr tragen, okay. Beide sind jetzt eigentlich nicht so dramatisch. Oh, da war ja eine Rampe. Ich hatte gar nicht. Ich hab gedacht, da wäre keine. Oh, nö, mein Bildschirm ist schon wieder aus. So. Eine Sekunde. Ich muss da mal nachgucken, was da los ist. Ich hab keine Ahnung, woran das liegt. So, ich muss das jetzt hier kurz unterbrechen und gucken, was mit meinem Bildschirm los ist. Und dann melde ich mich wieder. Ciao.